Je schwerer eine Parodontose ist, desto geringer ist die Leistungsfähigkeit, zum Beispiel beim Gewichtheben oder beim Fitnesstest. Mein Name ist Stefan Fickel, ich bin Zahnarzt und Wissenschaftler, ich bin Professor an der Universität in Würzburg und ich halte viele Vorträge und denke mir jedes Mal, die ganzen Sachen, die wären doch viel wichtiger, dass der Patient die erfährt. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben, auf dem Zahn gefühlt, wie unsere Zähne stark und gesund bleiben. Und genau dieses Wissen möchte ich mit Ihnen teilen. Fangen wir vielleicht mal mit dem Profisportler an, denn für den wäre es ja wichtig, vielleicht eine Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit zu haben. Und man würde vielleicht immer denken, Profisportler, das sind junge, gesunde, vitale Leute, die perfekt fit sind. Es gibt aber Untersuchungen von Olympischen Spielen, dass ein Großteil der Profisportler offene Kariesstellen und Zahnfleischentzündungen haben. Und das kann natürlich in dem schlimmsten Fall eine offene Kariesstelle, zum Beispiel 2 Tage vor dem Wettkampf, ja, oder ein Zahnabszess und der ganze Wettkampf ist kaputt. Woran liegt es? Profisportler haben durch die Anstrengung eine schlechtere Speichelproduktion. Das heißt also, es wird deutlich weniger die Zähne gespült. Wir wissen, die haben natürlich extrem viel Kalorien, brauchen die. Und wie schafft man es, schnell Kalorien zu ersetzen? Viel Zucker, ja? Und häufig auch isotonische Getränke mit sehr viel Zucker. Das heißt also, die nehmen eben sehr viel Zucker über den Tag verteilt auf und natürlich sehr unregelmäßigen Tagesablauf, wo häufig manchmal vielleicht kein Zahnarzt, aber manchmal vielleicht auch keine Zahnhygiene am Abend noch reinpasst. Also wenn Sie Profisportler sind, würde ich Ihnen eine Sache raten. Schauen Sie drauf, dass Sie Ihre Zähne in Ordnung bringen. Das klingt zwar eine Binsenweisheit, aber ein einfacher Tipp, den könnte ich Ihnen geben. Isotonische Getränke, machen Sie es, aber machen Sie es nur zu den Hauptmahlzeiten. Und in den Trainingspausen trinken Sie Wasser, damit haben Sie schon einen Großteil an Gutes für Ihre Zähne getan. Es gibt mittlerweile Aspekte in der Zahnheilkunde, die möglicherweise eine Leistungssteigerung für Sie erreichen können. Und das sind Schienen, das sind Zahnschienen. Wir wissen, dass zum Beispiel bei der sportlichen Belastung sehr häufig Zahnkontakt besteht. Man kennt das von Gewichthebern, oder? Wenn die das Gewicht nach oben stemmen, dann haben die sehr häufig Zahnkontakt. Und wir wissen eigentlich, dass in diesen Situationen wahrscheinlich die Kaumuskulatur viel zu stark ist. Deswegen kann man diesen Sportlern Schienen machen, sogenannte Performance-Schienen, also leistungsfördernde Schienen, die praktisch den Unterkiefer und den Oberkiefer in einer anderen Reihenfolge zueinander bringen. Und das scheint wirklich so ein paar Prozent mehr Leistungsfähigkeit herauszukitzeln. Also es gibt mittlerweile Untersuchungen, dass zum Beispiel Biathleten kurz vorm Schießen schneller eine Standfestigkeit erreichen, wenn sie solche Schienen im Mund tragen. Also das könnte ein Aspekt sein für eine Leistungsförderung, insbesondere beim Profisportler, der sehr viel mit muskulärer Aktivität zu arbeiten hat, wenn solche Performance-Schienen für den Wettkampf. Ja, kann ein Amateursportler auch von einer guten Mundsituation profitieren? Ich denke, es gibt 2 Aspekte. Das erste ist natürlich, dass eine Zahnfleischentzündung natürlich nie gut ist für die Leistungsfähigkeit. Und das bedingt natürlich eine sportliche Leistungsfähigkeit wie eine geistige Leistungsfähigkeit. Und wir wissen, dass fast 50% aller Menschen an einer Parodontose leiden. Und bei einer Parodontose, insbesondere bei einer schweren Parodontose, ist fast eine Wundfläche, die mit Bakterien besiedelt ist im Mund, wie eine große Männerhand. Und natürlich wird sowas die Leistung mindern. Wir wissen zum Beispiel, ja, es gibt Untersuchungen von Fitnessstudio-Teilnehmern, dass je tiefer eine Zahnfleischtasche ist, und das bedeutet also, je schwerer eine Parodontose ist, desto geringer ist die Leistungsfähigkeit, zum Beispiel beim Gewichtheben oder beim Fitnesstest. Also ich würde sagen, wenn ein Amateursportler profitieren möchte, vielleicht um den Breakball im 3. Satz dann doch zu nutzen, ja, dann würde ich sagen, kriegen Sie Ihr Zahnfleisch in Ordnung. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ein 2. wichtiger Punkt, der vielleicht gar nicht so viel mit den Zähnen zu tun hat, ist, schauen Sie mal drauf, wie Sie sich vor einem Wettkampf ernähren. Denn ganz häufig sehe ich das, dass eigentlich viel zu schwer vor so Wettkämpfen gegessen wird und natürlich der Körper sehr viel zu tun hat hinsichtlich Verdauung und Ähnliches während eines Wettkampfs. Also leichtes Essen vor einem Wettkampf und
eine gesunde Zahn- und Mundsituation können sicher auch einem Amateursportler helfen.